Hey, willkommen zurück hier auf meinem Channel. Schön, dass du wieder dabei bist, hier am Donnerstag. Und ich möchte dir jetzt zum Anfang des Videos eine Frage stellen, nämlich: Kennst du diesen Moment, wenn du eine Frau ansprechen willst, aber du fühlst dich nicht bereit dazu? Das heißt, du überlegst dir immer wieder, hey, was könnte Schlimmes passieren? Du fühlst so ein Aufgeregtsein, du fühlst vielleicht sogar Angst. Denn ich bin mir sicher, wenn du meinen Channel guckst, dann kennst du dieses Gefühl oder bist vielleicht auch gerade deswegen hier auf dem Channel, weil du das Gefühl kennst und wissen willst, wie du am besten damit umgehen kannst. Das ist es, was ich dir heute zeigen werde. Ich werde dir heute die schnellste Lösung zeigen, um gut mit diesem Gefühl umzugehen. Aber bevor wir anfangen, trag dich gerne noch für mein Online-Coaching ein. Das Ganze ist kostenlos und du bekommst auch mein neuestes E-Book da gratis. Die drei Anziehungsschalter, in denen du die drei mächtigsten Anziehungsschalter im Umgang mit Frauen lernst. Also die Dinge, die Frauen anziehen, wenn du sie ausstrahlst. Das Ganze kriegst du gratis von mir. Du kannst dich im ersten Link in der Beschreibung anmelden. Hier oben ist auch mal so ein Infopunkt, da kannst du auch draufklicken und dich anmelden. Und am Ende des Videos wirst du auch nochmal einen Button bekommen, wo du dich anmelden kannst. Aber jetzt legen wir erstmal los. Also, diese Emotion, diese Angst, dieses Zögern, dieser Widerstand, ich kenne das sehr gut. Ich würde sogar sagen, ich bin ein Meister da drin. Das war für mich immer der Anfangspunkt. Ich habe am Anfang immer diese negativen Emotionen gehabt. Deswegen weiß ich genau, wodurch du oder wo du gerade durchgehen musst, weiß ich genau, wie sich das anfühlt. Und die Sache, die dir ganz stark dabei helfen wird, diese Emotionen zu übergehen, diese Emotionen zwar zu akzeptieren, aber dich nicht von ihnen aufhalten zu lassen, ist, wenn du allgemein dein Leben disziplinierst. Und ich hatte früher ein sehr negatives Verhältnis zu diesem Wort Disziplin, weil das für mich immer damit verbunden war, keinen Spaß haben und ernst sein und erwachsen sein. Und das hatte alles immer so negative Verbindungen mit mir persönlich. Aber dann habe ich irgendwann herausgefunden, dass Disziplin eine sehr, sehr gute Sache sein kann und dass Disziplin dir beibringt, deinen Emotionen besser umzugehen. Das kannst du dir so vorstellen. Erinnere dich mal zurück an einen Moment, wo du keine Lust auf etwas hattest. Nehmen wir mal an, du musstest zur Schule gehen oder zur Uni, aber du hattest keine Lust drauf. Aber weil du es musstest, im Grunde musst du es ja nicht, weil du es musstest, bist du trotzdem hingegangen und als du dann da warst, hast du gemerkt, okay, ist gar nicht so schlimm und ich fühle mich gar nicht mehr lustlos. Ich bin jetzt halt da und es ist in Ordnung. Die Disziplin, die du in diesem Fall angewandt hast, ist natürlich äußere Disziplin. Das heißt, du wurdest von außen motiviert. Du musst hingehen, sonst fällst du durch den Kurs. Du musst hingehen, deine Eltern haben dich gezwungen oder was auch immer. Aber in diesem Moment hast du gelernt, da war eine Emotion, nämlich dieser Widerstand, dieses ich habe keinen Bock darauf. Und dann bin ich hingegangen und da war die Emotion einfach weg. Das heißt, du hast gelernt, oh, da ist Emotion und dann ist sie aber auch irgendwann einfach weg. So sind halt Emotionen. Genau das Gleiche passiert, wenn du eine fremde Frau ansprechen willst. Du hast vielleicht diese Emotionen, Angst, Widerstand, aber wenn du dein Leben diszipliniert lebst, dann bist du es gewohnt, eine Emotion zu erkennen, zu sehen, wie zum Beispiel Angst, dann durchzugehen und dann Ende zu sehen, okay, es war nur eine kurzzeitige Emotion. Wenn du nämlich auf die Frau zugehst und sie ansprichst, dann wirst du merken, okay, die Angst ist weg. Es war nur die Angst vor dem Unbekannten. Ja, vielleicht hast du im Gespräch ja noch ein bisschen Angst, weil du nicht genau weißt, was du sagen sollst. Das kann natürlich auch vorkommen. Aber spätestens, wenn das Gespräch vorbei ist, ist die Angst wahrscheinlich weg. Das heißt, die Angst war einfach nur ein kurzer Zustand, ein momentaner Zustand. Und das war es dann auch. Und indem du dein Leben disziplinierst, setzt du dich immer wieder diesen Prozess aus. Den Prozess von Gefühl, Gefühl erkennen, durch das Gefühl hindurchgehen, das Gefühl ist weg. Denn angenommen, du möchtest jetzt für die Schule lernen und du merkst, ah, ich habe keinen Bock darauf. Oder für die Uni. Oder für irgendwas auf der Arbeit. Einen Vortrag musst du halten, sagen wir mal. Und du merkst, du hast keinen Bock darauf. Du erkennst das Gefühl, kein Bock, Angst, was auch immer. Du gehst durch, machst es also trotzdem und erkennst, oh, das Gefühl ist weg. Es war also nur kurzzeitig da. Und je öfter du diesen Prozess durchgehst, desto besser hast du deine Emotionen natürlich unter Kontrolle. Denn du weißt ja, ich muss nur durchgehen. Und dann ist es auch schon wieder weg. Eine Emotion ist nur kurzzeitig. Wenn du nicht sehr diszipliniert bist, dann stehst du vielleicht vor der Frau und denkst dir so, oh mein Gott, diese Emotion lähmt mich, ich kann nichts machen, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich schaffe es nicht, diese Emotion zu überwinden. Aber wenn du diszipliniert bist, dann weißt du halt, okay, das wird jetzt eine kurzzeitige Emotion sein und dann hat sich das auch wieder. Und deswegen brauche ich mir da gar keinen Stress machen.
Und einer der einfachsten Wege, wie du dein Leben disziplinieren kannst, das ist so ein Grundding, mit dem ich anfange, ist einfach morgens mein Bett zu machen. Ich habe da mal so eine Rede von so einem Navy SEAL Colonel gesehen, der meinte, so fang morgens einfach damit an, dein Bett zu machen. Also ich mache morgens mein Bett, das geht relativ fix. Mittlerweile ist es auch keine große Herausforderung mehr für mich. Eine andere Sache, die ich mache, ist kalt duschen. Das ist immer wieder eine kleine Herausforderung. Da habe ich immer wieder nicht so richtig Bock drauf, aber danach fühle ich mich einfach großartig. Eine Herausforderung für mich persönlich, wo ich mich disziplinieren muss, ist einfach meine eigene Selbstständigkeit. Denn niemand sagt mir, hey Tim, setz dich mal bitte hin und arbeite. Du siehst ja heute das Video, was ich am Dienstag aufgenommen habe und Dienstag war ein Feiertag. Niemand sagt mir, hey Tim, arbeite bitte am Dienstag, da ist ein Feiertag, sondern entweder diszipliniere ich mich selbst oder niemand tut es. Deswegen überleg dir mal, in welchem Bereich deines Lebens könntest du mehr Disziplin entwickeln, vielleicht zum Sport gehen, wenn du keine Lust drauf hast, was für die Arbeit machen, wenn du keine Lust drauf hast, dich mit Freunden treffen, wenn du keine Lust drauf hast, weil du gerade irgendwie zu Hause sitzt und YouTube guckst. Also ich kenne das, manchmal sitze ich zu Hause und gucke irgendwie Fernsehen oder YouTube und dann ist ein Freund so, hey, hast du Bock mitzukommen? Ich denke mir so, oh, ich habe jetzt eigentlich keinen Bock. Eigentlich habe ich Bock und wenn ich da bin, dann macht es auch Spaß, das kennst du wahrscheinlich. Aber ich bin gerade zu faul. Deswegen nutze solche Momente, um mal Disziplin zu entwickeln und um ein besseres Gespür für deine Emotionen zu bekommen. Und wenn du das regelmäßig machst, dann wirst du viel weniger Probleme mit Ansprechangst haben, weil du deine Emotionen viel besser unter Kontrolle hast. Das heißt, du kannst deine Emotionen nur verstehen lernen, wenn du dich ihnen auch stellst. Wenn du dich jedes Mal von den Emotionen kontrollieren lässt und sagst, oh nein, da ist wieder dieser Widerstand, da ist wieder diese Angst, jetzt lasse ich's. Oder da ist wieder diese Unlust, mit den Freunden was zu machen, dann lasse ich's lieber. Wenn du immer diesen Weg gehst, dann wirst du immer da hängen bleiben an dieser Stelle. Dann wird es immer ein Problem sein, Frauen anzusprechen. Aber wenn du diesen Disziplinweg gehst, dann kannst du sehr, sehr schnell deine Ansprechangst verlieren und wirklich viele Frauen ansprechen und schnell die Frauen kennenlernen, die dir wünscht. Ganz egal, ob es jetzt für Sex oder eine lange Beziehung ist. Das war's von heute, das war die Message, die ich hier mitgeben wollte. Schön, dass du dabei warst. Hier oben hast du jetzt nochmal die Chance, nein, beziehungsweise da unten hast du nochmal die Chance, dich für das kostenlose Online-Coaching einzutragen. Da kannst du meinen Channel abonnieren und da geht's zum letzten Video auf diesem Channel. Ich bin jetzt wieder in meiner Heimat, das heißt, du kriegst wieder geilere Greenscreen-Videos, du kriegst wieder professionellere Videos. Und genau, wir sehen uns am Samstag wieder. Schön, dass du dabei warst. Bis dahin, ciao.